Hallo, liebe Leute. Ich hatte heute einen wunderbaren Besuch. Fast jeder kennt ja Judith Rakers. Persönlich habe ich sie kennengelernt in einer Talkshow. Und dort erschien sie so nett, wie sie auch im Fernsehen erscheint. Judith hat ein neues Buch geschrieben und heute hat sie den Garten angeguckt. Tolles Buch. Ein Buch Gärtnern für Anfänger, für die absoluten Anfänger. Für die, die wirklich nichts hinkriegen, bei denen sogar der Basilikum im Einkaufswagen in dem Moment den Geist aufgibt, wo er aus dem Supermarkt rausgeschoben wird. Ja, so ja, war ich nämlich. Was man im Supermarkt kauft, das sind so arme Pflänzchen. Ja, aber im Garten kann jeder gärtnern. Und alles, was man braucht, sind ein paar Samen oder ein paar Pflänzchen reinpflanzen, gießen. Und ganz wichtig, mit Liebe anstrahlen. Das ist wie eine innere Sonne. Mhm. Und ich merke diese Fähigkeit da, wenn ich eine Pflanze wäre in deinem Garten. Ich denke, ich würde auch toll gedeihen. Ja, wir haben uns wirklich so gut verstanden. Wir haben den ganzen Tag jetzt zusammen verbracht. Und ja. Ich durfte hier im Garten mir alles angucken, was Wolf-Dieter hier anpflanzt. Natürlich viel, viel mehr als ich. Und auch sehr exotische Sachen, wie diese sibirische Kiwi und so. Also es ist echt eine Welt da, die da sich noch eröffnet. Mein Buch ist ja einfach nur für Menschen, die das zum ersten Mal machen wollen und auch denken, sie können das sowieso nicht, weil sie halt gar keinen grünen Daumen haben. Ja. Und das ist dann die Welt, genau, wenn man in Einklang ist mit der Natur. Genau, und dann kriegt man auch vitaminreiche, giftfreie Pflanzen, die einem auch gut tun. Man tut das für die Gesundheit, nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes und der Seele, ja, weil man kriegt so viel. Die Erde leitet die überflüssigen Energien und Nervositäten ab. Und das kann eigentlich jeder, auch wenn man in der Stadt lebt, auf dem Balkon. In Töpfen, da habe ich Leute, die pflanzen da Tomaten und alles Wunderbare an. Bohnen, das ist ein kleines grünes Paradies auf dem Balkon. Kann man auch machen. Ja, ich habe das ausprobiert sogar bei mir zu Hause. Ich habe auch so einen Sack genommen und habe Kartoffeln in so einem Sack einfach gepflanzt den vors Fenster gestellt. Es waren super, Kartoffeln drin, ja. Das hat alles funktioniert. Was übrigens ganz toll ist, ist alte Reifen und die dann mit Erde und Kompost füllen und dann... Die Kartoffeln wachsen da gut. Dann nimmt man die Reifen im Herbst runter und hat wirklich gute Kartoffeln. Es ist ein Feld, es ist unglaublich, es ist ein weites Feld. Wir haben uns alles Mögliche angesehen, von der Erde, der Struktur der Erde, den Duft der Erde gerochen. Wir haben uns die Begleitpflanzen angeguckt, viele von denen ja Heilpflanzen sind oder Wildgemüse. Und dann haben wir gesehen, wo die Beete geerntet wurden und was noch auf den Beeten stand. Wir wollten uns den ganzen Garten anschauen. Ich wollte ihr alles zeigen, aber wir haben nur die Hälfte geschafft. Und hier daneben stehen wir auch, die habe ich auch gepflanzt. Das ist die Kartoffelrose. Das ist eine Rose. Mhm. Und die haben wir leider nicht geerntet dieses Jahr, aber... Die hat sehr viel Fruchtfleisch und ist eine Vitamin-C-Bombe. Ich glaube, Sie werden sowieso nicht krank. Einerseits, weil Sie sich so gut mit Heilkräutern auskennen. Ich habe gerade eine Heilkräuterkunde bekommen in diesem Garten. Sondern auch, weil Sie so viel im Garten sind und durch das Gärtnern ein glücklicher Mensch sind. Ja, und die Pflanzen, die schenken einen ihre Energien. Ja, und deswegen ist der Garten so toll. Es ist eine Entdeckungsreise. Mhm. Und ist eine wunderbare Meditation. Ja, ich merke, wie die Seele so hinausfließen kann in den Garten. Man ist sich dessen kaum bewusst, aber man ist in Kontakt, in Resonanz mit den Pflanzen, mit den Tieren, auch den kleinen Insekten. Ja, und das ist das, was ich tatsächlich auch wirklich vom ersten Moment an erlebt habe. Judith Rakers Buch Home Farming, es ist für Leute, wie sie sagte, die keinen grünen Daumen haben, ein sehr guter Einstieg. Es zeigt, dass jeder eigentlich gärtnern kann. Man muss nicht gleich von Anfang an ein Meister sein. Meister gibt es eigentlich nicht, denn jedes Jahr gibt es neue Sachen, die man lernt und man hat nie ausgelernt. Also das Buch hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Mhm.